Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Wir sind jetzt hier auf der Zitadelle und hier bricht Chaos geradeaus durch Saren und so. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Okay, die beiden sind schon mal down. Also, da kommt ein Schiff an. Mal ein bisschen verstecken, Leute. Okay, verstecke mich mal hier hinter. Zitadell-Verteidigungsturm. Aktivieren wir mal. Warum nicht? Hier hinten ist auch einer. Warte. Ja, komm. Ich brauche Feuerkraft. Feuerkraft. Oh, du auch aktivieren. Und jetzt bombardiert dieses hässliche Schiff. Bombardier die anderen hier mal. Gibt es hier noch irgendwo einen Turm? Den ich gerade nicht sehe. Das geht. Landungsschiff ist jetzt weg. Sehr schön. Inventar. Was habe ich denn bekommen? Okay. Nehmen wir erstmal alles mit. Haben wir noch was bekommen für den Mensch? Nee. Obwohl, zeig mal. Oder warte mal. Ah, cool. Aber ich nehme das weiter. So. Ich bin mal gespannt. Oh, ich bin so... Oh. Ich kann es kaum abwarten. Oh nein, Kroganer. So, mal kurz heilen. Oh Gott. Da kommt was Großes. Da war was Großes. Aber da kommt noch was Kleines. Okay. Whee! Cool. Oh Mann. Diese Physik, Was ist denn jetzt los? Lol, was war das denn jetzt? Eben auf dem Desktop gewesen. Ich hoffe, das sah man nicht in der Aufnahme. Egal, wenn, ist auch egal. Ich wollte gerade sagen, diese Biotikphysik, die ist teilweise echt cool. Womit man rumgeschleudert wird. Aber hier gibt es doch wieder Kanonen, oder? Bestimmt. Irgendwo. Oh, shit. Mal hier drauf. Okay, Caden ist schon mal da und das ist scheiße. Ah, wir probieren unser Bestes. Los, Leute. Das kriegen wir hin. Warum komme ich denn hier nicht weiter? Ey, ich komme da nicht weiter. Das ist doch verarsche. Unsichtbare Wand. Oh, schicken wir die G-Türme sonst wieder wohin? Aber nicht hier. Wo ist denn der andere? War doch noch einer. Ach, der ist schon kaputt. So.
So, mal kurz Pause hier in dem Graben, bis gleich wieder weitergeht. Und der ist schon mal down. Danke, Tully. Der auch. Wo seid ihr? Caden, wo bist du? Ach, da kommt sicherlich nach. Ah, da bist du. So, heilen. Oh, hier müssen wir hin. Okay. Da sind wir. Oh, alles Schutt und Asche in der Zeit. Na super. Gute alte Zitadelle. Der Ort hat mir immer am meisten gefallen. Ja, so halbwegs. Ob hier wohl der Endkampf Saren und ich stattfindet? Ich denke mal nämlich nicht, dass Saren wirklich der Endboss des Spiels ist, mehr oder minder. Wahrscheinlich schon, aber ich gehe mal eher von der Sovereign aus. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Uff, wo schießt wo? So, down. 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 Ah, er brennt. Wunderbar. Wenn er brennt, ist ganz gut. So, Saren. Jetzt bist du fällig. Hoffe ich mal. Sei denn, der ist schon wieder längst weg. Kann natürlich auch sein. Ne, da ist er. Diesmal kommst du mir nicht. Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Was ist denn mit deiner Stimme passiert? Hast du ja ein Hüsterchen eingefangen oder was? Rechtzeitig? Rechtzeitig wofür? Die letzte Konfrontation. Wir haben doch beide mit so einem Ende gerechnet. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle Alter. Über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Alter, ohne seinen Stimmverzerrer klingt er so scheiße. Den kann ich aufhalten. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Das hört man. Was haben Sie denn getan? Sie haben ein Sovereign-Implantat? Sind Sie verrückt? Sie verstehen es nicht, Shepard. In der neuen Ordnung gibt es einen Platz für Organische. Die Reaper brauchen Männer und Frauen der Tat. Leute wie uns. Ah, ja. Die Sovereign hat ihren Wert erkannt. Sie haben sie beeindruckt. Unterwerfen Sie sich den Reapern, dann werden Sie verschont. Schließen Sie sich uns an, dann finden wir einen Platz für Sie. Genug geredet. Jetzt reicht es, Saren. Bringen wir es zu Ende. Sie hätten sich der Sovereign anschließen sollen, als sie die Chance dazu hatten. Kannst du vergessen. Du hättest dich ergeben können, solange du noch die Chance hattest dazu. Alter. Überhitzung durch, Überhitzung? Wie lange bleibt das so? Ey. Meine Waffe ist überhitzt die ganze Zeit. Was ist denn das? Nimm mal die. Der macht die auch kalt. Bist du denn? Ach, über mir. Natürlich eine Schrotflinte außergerecht.
immer wieder die andere. Die ist mittlerweile. Ach, das ist jetzt die. Ja. Bist du denn? Nimm mal das Rifle. Aber ich glaube, so zielen ist besser. Naja, No Scope ist hier nicht der Fall. Nehmen wir doch das lieber. Ist abgeklungen, Gott sei Dank. Komm runter da. Wahrscheinlich durch Überhitzung ist eben ein Bug gewesen, dass er nicht abgeklungen hat. Das ist normalerweise sehr komisch ist. Hä, warum stirbt er denn nicht? Oder hat er so viel Ausdauer? Autsch. Aber ich glaube, das war nicht gut, ihn so zu töten. Oder? Wer weiß. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell! Öffnen Sie die Arme der Station! Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Ach, die Destiny war das, ja. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle! Normandy an die Zitadelle! Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ja, ich bin's. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Retten Sie den Rat. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Ich hoffe, das war klug. Destiny Ascension, Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sovereign. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Irgendwas passiert wahrscheinlich mit seinem Blut oder so. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist das. Oh je. Er ist tot. Nee.
Ernsthaft? Habe ich mir gedacht durch die Implantate. Oh nee. Terminator! Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Nein, du bist Terminator. Oh shit. Alter. Okay. Hat man mir nicht gesagt, der Endkampf soll recht easy werden? Ich habe Gefühl, das wird es nicht. Oh. Nee. Hat sie vergessen, Kollege. Du willst tot gesnipert werden, ne? Habe ich recht? Du hast es auch nicht anders verdient, gesnipert zu werden. Alter, halt doch mal ruhig. Jo. Okay, holt die Pumpgun raus. Nein, das ist nicht die Pumpgun. Da ist sie. Wo bist du? Doch mal wieder die andere Waffe auspacken. Wo ist sie? Nicht die. Die da, genau. So kleiner möchte gern Arnie. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Okay, ich habe noch 5 Medikits. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Sagt er und rennt in die Raketen rein. Hält er sich? Jetzt! Ah, leider Überhitzung. Das Gefühl, ich mache überhaupt keinen Schaden bei dem. Achso, wir können über Shadi auch nicht besiegen. Ah. Oh nein. Die Sovereign ist zu stark. Die Sovereign ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Ah ja, er hat Schaden bekommen, weil die Flotte ihn angegriffen hat. Deswegen. Ich denke mal, wenn wir den hier besiegen, wird auch die Sovereign, also das große Schiff, sterben. Deswegen müssen wir unbedingt das Vieh hier klein kriegen. Egal was da komme. Auf einen zugerannt.
Wir haben es gleich. Vernichte das Vieh. Alter. Ich sehe nichts. Gott. Wo ist es hin? Achso. Tja. Chance! Feuert aus allen Rohren! Oh, sind das niedliche Bomben. Oh. An meine Flanke! Wir fliegen rein! Captain Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Schafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat.
Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Auf jeden Fall, denn der Botschafter Udina auf jeden Fall nicht. Das ist der Riesenarschloch vorm Herrn. Dann lieber Captain Anderson. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Das ist der Punkt. Es gibt bereits zu viele Politiker auf der Zitadelle. Der Captain wäre perfekt für diesen Job. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Es ist noch nicht vorbei. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Hoffen wir es noch. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Cool, ich habe irgendwie Gänsehaut gerade. Geil. Ja, das war Mass Effect 1. Alter. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir jetzt tatsächlich schon durch sind. Also ich weiß, dass es jetzt zum Ende hinging und so, ne? Und einfach so geil, das Spiel. Kann man einfach nichts anderes sagen. Ich war ja bei dem Spiel jahrelang skeptisch, ob es mich überhaupt interessieren würde, die Thematik, ob es mich überhaupt reizen würde, das Spiel zu spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schön blöd, das damals nicht gespielt zu haben. Und ich bin dennoch um dieser Zeit jetzt froh, dass ich es doch noch nachgeholt habe und nicht meine Augen verschlossen habe und gesagt habe, nein, will ich nicht. Musik ist ein bisschen laut, ne? Das mit den Abmischungen der Files haben sie noch nicht so hinbekommen gehabt, leider. Wie gesagt, ich bin froh, echt, das Spiel gespielt zu haben. Ich freue mich unheimlich auf Teil 2. Ich bin mal gespannt, auf was das noch hinauslaufen wird mit dieser Reaper-Invasion. Shepard hat ja eben noch gesagt, sie wird alles darum geben, die Reaper-Invasion aufzuhalten. Ich denke mal, da wird es in Teil 2 drum gehen. Gehe ich mal von aus, ich weiß es nicht. Auch Teil 2 spiele ich dann komplett blind, genauso wie 3 irgendwann. Ich habe noch keinen von den Teilen gespielt, von 2 oder 3. Ja, und ich muss ehrlich sagen, das, was BioWare hier wieder für ein Spiel aus den Ärmeln geschüttelt hat, ne? Respekt. Eindeutig Respekt. Ich liebe das Spiel. Eins meiner mittlerweile doch, also das der erste Teil jetzt, einer doch meiner, ich sag mal, mittlerweile schon zu den besseren Spielen, die mir gefallen. Da gibt es einige, ich weiß, aber Mass Effect kommt da auch in die Kategorie auf jeden Fall. Ja, da die Musik leider laut ist hier leider, ich weiß auch nicht, ob man mich versteht,
Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, wie gesagt, super Spiel. Ich freue mich auf Teil 2. Teil 2 wird jetzt in einer Woche ungefähr kommen. Ungefähr, Pi mal Daumen. Wenn dieses Video hier rauskommt, wenn ihr das jetzt seht. Ihr wisst ja, ich muss alles noch vorbereiten. Ich freue mich unheimlich auf Teil 2. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Mit mir und gemeinsam mit Shepard die Reise anzutreten. Und ohne Witz, für 9 Euro oder eher gesagt 10 Euro, alle drei Teile, besser kann man es nicht haben. Ja, also für mich war es das jetzt. Ich klinke mich hier mal raus, bedanke mich an allen, die fleißig immer Kommentare geschrieben haben oder zugeguckt haben. Und wir sehen uns dann eventuell bei einem anderen Projekt wieder oder bei Mass Effect 2. Macht es gut, bis dahin und tschüss.